eine große Dampfwalze, die alles, was sich hier in den Weg stellt, zerstört. Dann sind wir oft im Keller, weil wir so Angst gehabt haben. Es ist aber auch so, dass der Mensch viele Möglichkeiten hat, sich davor zu schützen. Jetzt ist die Mauer errichtet und ich habe eigentlich keine Angst mehr. Ihr Heim ist vielen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen Ihnen, dass es oft einfach ist, ein Gebäude vor Schaden zu bewahren. Es gibt unterschiedliche Arten von Lawinen, so etwa Schneebrettlawinen, Staub- oder Fließlawinen. Auch die Gründe für die Entstehung von Lawinen sind vielschichtig. Generell gilt, je schräger der Hang, umso leichter entstehen sie. Wenn es in kurzer Zeit viel Neuschnee gibt, wächst der Druck auf die unteren Schneeschichten stark an. Durch wechselnde Temperaturen können sich innerhalb der Schneedecke zum Beispiel rutschige, teils zerbrechliche Schichten befinden. Der Druck von Neuschnee oder etwa Skifahrer können dann die Schneemassen ins Rutschen bringen. Eine Lawine geht ab. Oft von 0 auf 100 Stundenkilometer in weniger als 10 Sekunden. Eine Lawine stellt eine große Bedrohung für ein Gebäude dar. Es wird von der Lawine entweder umflossen oder sogar überflossen. Die Reibung am Bauwerk ist dabei besonders gefährlich. Das mitgeführte Geröll kann Wände und Dächer zerstören. Bei Staublawinen entstehen gefährliche Luftdruckschwankungen und ein für die Lunge gefährliches Schneeluftgemisch. Galtür im Winter 1999. Eins der schwersten Lawinenunglücke überhaupt. Mehr als 300.000 Tonnen Schnee überrollen in kürzester Zeit den Wintersportort. Ja, es wird noch ein Mädchen vermisst. Und es bleibt jetzt keine andere Suchmethode mehr übrig, als wie diese Lawinenreste umzugraben. Aber es wäre ein richtiger Zufallsfund. Für das Mädchen und weitere 30 Menschen kommen die Hilfskräfte zu spät. Hier konnte man Druckwirkungen feststellen, die über 50 Tonnen pro Quadratmeter aufgewiesen haben. Über 6 Millionen Euro Schaden richtet dieser Druck der Schneemassen in Galtür an. Ja, auch für mich als Galtürer ist dieses Katastrophenereignis schwer überwindbar und bleibt für immer in meinem Gedächtnis eingebrannt. Wie können Sie sich vor Lawinen oder auch Steinschlag schützen? Bauen Sie am besten hinter Hügeln oder Schutzwänden, die die Lawine umleiten. Die Gebäudeecken können darüber hinaus als Spaltkeil wirken, wenn das Gebäude entsprechend ausgerichtet ist. Fenster und Türen sind Schwachstellen des Hauses. Mit vorgesetzten Mauern lassen Sie sich schützen. Auf der lawinenzugewandten Seite sollten Fenster so klein wie möglich sein oder am besten ganz vermieden werden. Lawinenschutzfenster sind eine Investition wert. Sie kosten etwa 20-30% mehr als normale Fenster. Lawinenschutzfenster sind so konstruiert, dass sie also eine Tonne pro Quadratmeter Lawinendruck ableiten können. Bei den Fenstern gibt es aber noch andere Möglichkeiten. Die Fenster sind leicht abgedreht. Zusätzlich sind die Fenster mit Windläden versehen, um die empfindlichen Teile des Fensters vor Lawinenwirkungen zu schützen. Die richtigen Baumaterialien der massiv zu verstärkenden Wände sind entscheidend. Früher waren nur Bad- und Klofenster hinten, es war aber nur eine Ziegelwand vorhanden. Und jetzt durch den Beton und keine Fenster ist es noch besser. Also fühlen wir uns noch sicherer. Ziegelkonstruktionen haben gegenüber Lawinen nur eine geringe Widerstandskraft. Horizontale Lawinenwirkungen auf Außenwände können zum Beispiel von Stahlbetonwänden oder verstärkten Holzkonstruktionen wesentlich besser schadlos abgeleitet werden. Vermeiden Sie außerdem Dachüberstände und Außenanbringungen auf der lawinenzugewandten Seite, zum Beispiel Fassadenverkleidungen, Versorgungs- und Freileitungen. Der Schnee findet beim Überfließen des Gebäudes hier sonst Angriffspunkte. Sie können also einiges tun, um sich vor Lawinen und Steinschlag zu schützen. Also für mich ist das schon sehr wichtig, vor allem wenn die Kinder rundherum spielen, dass ich nicht jetzt mal Angst haben muss. Und das Gefühl brauche ich jetzt bei meinen Kindern nicht mehr haben, die können wirklich jetzt sausen, und Gott sei Dank.